Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Markus vom Rendite-Mobs-Kanal und wie ich schon in der Vergangenheit es öfter mal gemacht habe, nehme ich euch heute mal mit bei einem Urlaub, den wir gemacht haben. Die Rede ist von dem Lopezan Baobab Resort auf Gran Canaria, ein 5-Sterne-Resort im afrikanischen Stil und ich zeige euch heute mal ein paar Aufnahmen von dem Hotel als solches, von dem Restaurantbereich und unserem Hotelzimmer. Wir hatten hier ein Hotelzimmer zu der Poollandschaft. Viele Aufnahmen habe ich nicht gemacht. Es war jetzt unser erster gemeinsamer Urlaub und von daher seht es mir bitte nach. Ich wollte den für uns sozusagen genießen und habe deshalb nur ein paar Bilder gemacht, kurz nachdem wir angekommen sind, von eben, wie gesagt, dem Zimmer und ein bisschen dem Resort. Ja, insgesamt können wir sagen, es hat uns gut gefallen, die Reise, aber wir sind erstmal kuriert. Leider haben wir uns ein bisschen verschätzt bei dem Resort als solches, denn es war tatsächlich ein Familienresort, was als solches natürlich nicht so schlimm ist, aber für ein ja, frisch verliebtes Paar natürlich nicht unbedingt die beste Wahl. Außerdem, durch die Architektur des Hotels nehme ich mit einer Lobby und einen Aufgängen, die alle offen gestaltet sind, und gefühlt Wänden aus Pappmaché, hat man natürlich alles gehört. Dementsprechend war es natürlich auch, ja, nur zwischen 23 und 7 Uhr komplett ruhig und ansonsten hat man wirklich leider alles gehört. Ansonsten, wir hatten eine Halbpension und ja, preislich war es schon im gehobeneren Segment, also auch jetzt nichts, was man mal so nebenbei machen sollte. Aber wir hatten beide das Gefühl, dass wir eine kleine Auszeit benötigen und was wirklich toll war oder ist natürlich die Anlage, die wirklich im afrikanischen Stil gehalten ist. Sehr, sehr, sehr große Anlage. Es ist auch ein sehr, sehr großes Hotel, was eigentlich gar nicht so unseres ist. Aber ja, wir hatten es einfach mal auch auf eine Empfehlung gebucht gehabt. Das Wetter war so okay. Klar, im Verhältnis natürlich zu dem deutschen Wetter war es sehr, sehr angenehm. Wir hatten in der Spitze so um die 24, 25 Grad. In der Regel war es aber so um die 20 Grad. Und leider kamen wir auch nicht umhin, ab 18 Uhr dann irgendwie lange Sachen zu haben oder eine Jacke. Ansonsten hatten wir beide die Kanaren schon öfter Besuch gehabt. In dem Fall waren wir jetzt also auf der südlichen Seite der Insel, beziehungsweise ja, die Playa de Inglês, vielleicht sagt das einigen von euch was, die war sogar noch ein bisschen nördlicher von uns. Wir waren wirklich am äußersten Zipfel, haben allerdings auch einiges von der Insel gesehen. Wir haben mehrere Ausflüge gemacht. Für mich oder für uns war es tatsächlich aber eher ein ruhiger Pool-Strandurlaub mit einfach Natur sehen und ein bisschen ausspannen. Das Essen war wirklich außergewöhnlich gut dafür, dass es Buffet war. Wir hatten hier auf Gran Canaria zu der Zeit trotzdem noch die lila Flagge. Das ist bezüglich Corona noch die höchste Stufe. Das heißt also, ab 23 bzw. ab 24 Uhr war dann auch ja, Zapfenstreich sozusagen und dann ging nichts mehr. Nichtsdestotrotz gibt es außerhalb des Resorts auch noch einige ja, Sachen, die man machen kann, ein paar Spieltempel, tatsächlich auch im direkten Casino, viele Restaurants und so weiter. Man kann Fahrräder buchen, Autos kann man sich mieten. Allerdings sage ich für diejenigen, die es interessiert, gleich im Vorfeld besser im Vorfeld das buchen. Und dann klappt es auch mit dem Auto und die Preise waren auch ordentlich gestiegen. Ja, wen wundert es gerade bei der aktuellen Situation? Wir hatten dann kein Auto mehr bekommen und genutzt. Wir haben einmal das Fahrradfahren probiert, aber ja, das ist eher für Profi-Radsportler oder Semi-Profi-Radsportler, dadurch, dass es doch immer hoch und runter geht. Von daher kann ich nicht so empfehlen, aber die Anlage war wirklich wunderschön und für eine Familie kann ich die nur empfehlen. Daher mal ein etwas anderer Einblick, ein etwas kürzerer Einblick, aber ich glaube,
gerade in der aktuellen Situation kann man auch mal so den einen oder anderen Blick über den Tellerrand wagen und mal schauen, ja, welche schönen Seiten das Leben auch haben kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Ich hoffe, solche Videos gefallen euch auch mal für zwischendurch. Im nächsten Video geht es dann wieder um Geldanlagethemen und Lego, aber hier sieht man mal, was dann auch die Arbeit alles so ermöglichen kann. Wenn man fleißig ist, kann man sich dann auch mal solche Ruheorte zur Entspannung, ja, gönnen. Bis dahin, euer Markus. Ciao, ciao.